Der Mann am Klavier. Ein Konzert von Elton John in Moskau. Unzählige Hits, schräge Outfits, schrille Brillen. Sir Elton John ist eine Poplegende und ist inzwischen 70 Jahre alt. Mehr als 4000 Auftritte in gut 80 Ländern hat Elton John in seiner Karriere absolviert. Am 14. Dezember 2017 fand in Moskau wieder ein grandioses Konzert von Elton John statt. Mit seinem Greatest Hits Programm hat er seine Fans nicht nur auf Reisen in die Vergangenheit mitgenommen, sondern ebenso Lieder aus seinem aktuellen Album Wonderful Crazy Night präsentiert. Der britische Sänger und Komponist war in Russland immer gern gesehener Gast. 1974 hatte Elton John als erster westlicher Popsänger den Eisernen Vorhang überquert und ein Konzert in Moskau gegeben. So happy to be back here and playing for you. And we hope you like what we're going to play tonight, okay? Thank you. Es war klasse, von der ersten bis zur letzten Minute. Pünktlicher Beginn, zu jenem Zeitpunkt waren noch längst nicht alle Besucher da. Mehr als 2 Stunden Konzertdauer, die perfekt eingespielte Band und eine interessante Songauswahl. Bei jedem bekannten Lied wurde gleich aufgestanden und begeistert mitgesungen. Es ist phänomenal, mit welcher Energie und Freude er auf der Bühne immer 100% gibt. Zur großen Freude seiner Fans vergeudet er keine Zeit mit leeren Komplimentefloskeln ans Publikum, sondern geht gleich in die Vollen. Der Musiker hat seinem Publikum auch begeistert die glückende Zusammenarbeit seiner Stiftung Elton John AIDS Foundation mit dem russischen Gesundheitsministerium dargestellt. Es war ein absolut traumhaftes Spitzenkonzert einer lebenden Musiklegende.